Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir haben da aufgehört, wo das Licht ausgegangen ist. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir da hingehen, wo sie da so weint. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ein Lichtschalter wäre nicht schlecht. Und bitte machen wir keinen Jumpscare. Okay. Also ich will so nicht weiterspielen. Okay, irgendwas passiert hier. Oh, wir haben Licht. Das ist mein kleines Angstlied. Ich singe es, damit mir nichts geschieht. Okay, wir haben hier Licht. Und da weint jemand. Ah, da. Oh, scheiße, das war eine Falle. Oh, fuck. Alter, scheiße. Was? Was zum Fick? Ah, oh Mann, warum habe ich mir das ausgesucht, dass ich da ein Let's Play davon mache? Verdammt. Oh, ist deswegen das Licht ausgegangen? Oh. Sicherung. Ich sehe null. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Das ist schon mal nicht so schlecht. Scheiße. Hallo? Mr. Dumet? Ach Mann. Was haben wir hier? The lady looks 10 years younger, but how? Okay. Oh, da hat jemand eine digitale, sag gleich, Schloss, also digitales Schloss kauft. Code 451, also 0451. Okay. Due to the Winter Sun Pool Opening House have changed. 0451. Warum machst du jedes Mal das Ding aus? Hallo? Was können wir hier untersuchen? Ja, komm, mach auf. Ja, nimm. P. Fredrickson Will Life Insurance. Mr. Mrs. Edwards, Unterlich Lake, Datum 3. August. Sehr geehrter Mr. Edwards, sehr geehrter also Mr. und Mrs. Edwards. Wie gewünscht haben wir Änderung ein Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Falle ihrer beider Tod an Mr. Richard Belknap übergeht. Wir empfehlen Ihnen zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen eine Kopie dieses Briefs an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung jederzeit einsehen, wenn Sie bei Ihrem Online-Konto anmelden. Okay. Bringt uns jetzt noch nicht sehr viel. Hey, Moment mal, war da noch was? Nee. Und was ist mit dem ganzen Rest? Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Ja, ist eine geile Idee. Selbst schuld, Jamie. Ich schaue mir Möbel, triff bessere Entscheidungen.
Viel Spaß mit deinem Erinnerungs- Ben at Killer Fernalia. Was ist das? Online-Aktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. What the fuck? Zahlung, Kreditkarte, Versandzahlung. Was ist das? Anzahl, Name der Gegenstands. Haha Holmes Hut. Beschreibung: authentischer Originalhut, den Haha Holmes auf bekannten Fotos getragen hat. Höchstgebot: $24.100. Okay. Ja, wenn es einem das wirklich wert ist. Da hat noch was geleuchtet. Was haben wir hier? Noch ein Brief. Sehr geehrter Mr. Clark, Mr. Belkop hat weitere Renovierungen für den Wellnessbereich des Hotels angeordnet. Wir sind dabei, einen konkreten Vertrag auszuhandeln und möchten, dass die verbleibende Mannschaft einen Kostenvoranschlag kalkuliert. Mr. Belkop kann eine detaillierte Aufschlüsselung der von ihm gewünschten Arbeiten übermitteln. Sobald wir Ihren Bericht haben, werden wir eine Ersatzmannschaft schicken, um Sie und Ihr Team für eine Weile zu entlasten. Bis dahin bitten wir Sie weiterhin, an den Bedingungen des Geheimhaltungsvereinbarungen zu halten und diesen Zeitraum als eine Verlängerung der vorherigen Vertrags zu betrachten. Okay. Boah, das mit der Taschenlampe ist nervig. Da ist auch noch was. Noch ein Brief. Boy. Sehr geehrter Mr. Bellknap, im Anschluss an unsere Gespräche bezüglich der Renovierung des Hotels, um es in eine Touristenattraktion zu verwandeln, haben wir die notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung Ihrer neuesten Entwurfs kalkuliert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Aufschlüsselung der Arbeiten sowie einen Voranschlag der Gesamtkosten. Die Arbeiten kann am Dienstag, 17. Januar, wieder aufgenommen werden und wird in etwa 10 Wochen dauern. Die Bauarbeiten werden somit wahrscheinlich am Freitag, 24. März, beendet. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn das für Sie in Ordnung ist. Holy shit, das ist teuer. Erweiterung, Verstärkung von Räumen zur Unterbringung von Anlagen, um Teile davon zu bewegen. 10 Wochen. Installieren von verschiedenen Fernbedienungsempfängern im gesamten Hotel. Überholen von Rohrsystemen, insbesondere im Keller. Kosten für verschiedene Baumaterialien. Alter. Ja. Das ist die Killerburg Nummer 2. Aber es ist halt keine Touristenattraktion. Oder mein Keypad. Was war das? 0451, glaube ich, oder? Oh, cool. Gott sei Dank. Etwas aus diesem Jahrhundert. Oh, nee, nicht sowas schon wieder. Ja. Okay, zuerst mal den hier. Den hier. Halt den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Dann den hier und dann den hier. Gott sei Dank. Kann ich mich auch wieder umdrehen? Ich sehe gar nichts. Ach, das ist der eine Raum von vorhin. Oh no. 20 Uhr Ortszeit ist mit hohen Windstärken und Starkregen zu rechnen. Wiederhole. Dies ist eine schwere... Was geht hier drin ab? Oh, noch so ein Aufnahmeding. Ach.
Ich hätte jetzt gern keinen Jumpscare, wenn es geht. Will ich das jetzt wirklich drücken? Ah, ich hasse mich dafür. Was zur... Naja. Wohl ist ihn halt freigeschaltet. Danke fürs Aufhören. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber kann gleich losgehen. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Danke für dein Loblied beim Essen. Neugierig. Wo sind die anderen? Billigend erstmal. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Was zur Hölle? Hey, 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 Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich kann nicht sehen! Ich... Leute? Leute, bitte! Aaron? Holt mich hier raus! Ich kann nicht sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt sich nicht! Ja, lass mich. Ich kann keine Luft. Beruhig. Stimmt, da war ja noch was. Aaron? Alles okay. Wir sind da. Bist du verletzt? Warum einen Inhalator? Verzweifelt, jetzt öffnet die Tür. Jetzt öffnet die Tür! Weg! Weg doch, Charlie! Überängstlich. Oh, shit. Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Zähl die Atemzüge. Eins, zwei, drei, ein. Eins, zwei, drei, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Geh. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. So eine Scheiße. Ja, warte. Fuck. Was war das? Wer ist da? Oh, Scheiße. Bleiben Sie weg von mir! Oh, Scheiße, bitte mach keinen Scheiß, bitte! Oh! Ich probier's mal mitnehmen. Okay, das war eine schlechte Idee. Fuck! Okay, ich muss mich selber mal beruhigen. Das sind alles nur Menschen, keine Monster. Das ist einfach nur gruselig. Okay. Ganz ruhig. Ein. Und aus. Aber was war denn das jetzt bitte für eine Aktion? Hey. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir.
Aaron, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht. Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Okay. Fuck, und das war jetzt nur die Aufwärmung. Ich bin schon auf 180. Oh, das erste Mal mit ihm wieder. Ah. Da sind sie ja. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Wohin zurückeilen? Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu. Aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Ja, lauf nicht weg. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry, Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht... Sorry, ich... Dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Ja, sie ist jetzt, glaube ich, ziemlich fertig und das war ich auch in der gleichen Situation. Nur das mit dem Abhauen ist okay, ein schlechter Plan. Du Genie.
Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter. Wow. Dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Hey, da liegt was. Haben wir das schon? Was ist das? Da ist auch irgendwas markiert. Guten Abend, vielen Dank, dass ich persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das Ultimate für Holmes Tourismuserlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Da lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird meine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke haumlich tot abholen. Ich bin sicher, Sie werden das Erfahrungsinteressant finden. Grantham to Matt. Irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen. Bleib doch mal da. Soll ich jetzt irgendwas Spezielles machen? Oder nach unten gehen? Ich werde vor allem mal fürs Licht einschalten. Wieso ist das alles verwüstet? Was ist hier passiert? Ich... keine Ahnung. Aber da hat's mal wieder einen Brief. Was Wetterbock für ihr Innentag? Langsam mal schwenkt durch das Feuer. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Die war 360 Grad? Okay. Okay, das sind also die Notizen. Der Drehplan. Oh, hatten wir das schon? Okay, noch ein Tod. Alles klar. Was denn? Was ist los? Was ist da hinten? Das Gästebuch hat man ja auch schon. Da ist auch nichts neu. Da ist zu. Da ist auch zu. Da haben wir auch schon reingeschaut. Ja, da bleibt nur diese eine Tür da hinten. Ah, nee, Moment. Ist so eine Münze? Nee, Visitenkarte. Hey, ich hab dir jetzt Visitenkarte gefunden. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt endgültig. Probieren wir diese Tür da. Oh, Jamie, Scheiße. Hier drüben. Okay. Ja, verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg.
Schreck. Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Das wage ich zu bezweifeln. Da vorne ist irgendwas rot. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, what the fuck? Zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg? Moment mal. Ist das alles so jetzt gestaged oder ist das jetzt quasi so ein automatisches Ding, was jetzt hier abläuft? Alter, besorgt euch doch bitte meine Taschenlampe. Bist du eigentlich noch mit dabei? Ja, okay. Ich würde es voll entspannend finden, wenn du mal ein bisschen was sagen würdest. Ich gehe mal absichtlich in die falsche Richtung. Da ist der Hut. Federal Bureau of Investigation. Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Okay. Immer dann, wenn es spannend wird, hört's auf. Aber ja... Geiler Psycho hier. Oh, da ist noch was. Münze. Yes, Münze. Okay. Oh, jetzt haben wir schon 9. Eigentlich müssen wir bei so einem Spiel einfach die Musik abdrehen. Bist du noch da? Ja, okay. Was ist das hier? Hier wird wohl noch renoviert, hä? Da ist der Plattenspieler. Ja, und ich schau gleich mal nach, was da drin ist. Ach, wundervoll. Ja, ich glaube, wir sollten mal nachsehen. Ja, ich komme ja schon. Hörst du das? Was zum... Bitte, bitte. Sind Sie... Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Oh, was zum... Stopp! Da! Oh, Scheiße! Das ist ja jetzt wie so. Was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und... Der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Oh, fuck. Ich hab jetzt es offiziell. Wir haben hier einen Irren. Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe!
Hilfe! Jamie? Zurücktreten wäre das Logische. Ich bleib erstmal. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, nimm meine Hand. Komm schon. Verdammt. Und der ist jetzt weg? Oh, ich hab ihn. Was hab ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Huh? Weg hier. Aber das heißt, sie hätte es ja so oder so nicht gewinnen können, oder? So eine Scheiße. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Verarschst du mich? Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten! Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Das hat doch eh nichts gebracht mit dem Gitter. Hörst du das? Ja. Was ist hier los? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.